Und da sind wir wieder. Und hoffentlich werden wir nicht zigmal sterben. Willkommen zurück. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn es heißt, let's fail, ja. ja, da müssen wir jetzt hin. Das wissen wir noch aus der letzten Folge. Und ich bin nicht sehr erpicht darauf, denn diesen Teil kenne ich auch noch. So, das hatten wir uns angeguckt. Hier. Eine unendlich glühende Fackel. Ja, wie auch immer. Dieser Geruch. Oh nein. Lebendig verbrannt. Ja, Hygiene. Das wünscht man niemandem. Wer ist denn das, der hier noch lebt? Bist du das? Nee, der ist tot. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ist das da ein Kopf? Oh, das sind Ennerstein. Oh, hallo, mit der Hintern. Hallo. Du bist ganz schön heiß, mein Freund. Okay, hier, der lebt. Hör auf, spring mich nicht an. Gott ist weg. Wie kann ich? Warum kann ich nicht? Ich will. Oh, doch nur. Bitte. Lass mich. Bitte. Lass mich los. Was? Wie kann ich? Wenn du stirbst. Und plötzlich ist er schwarz. Wow, was ein Pistolenschuss so alles bringt. Oh, den kann ich ausplündern. Yay! Oh Gott, dass ihr hier nicht zu heiß wird. Das getan haben. Was zum Teufel ist das? Wer hat da geschrien? Gefäße sind noch voll. Wenn ich sie entzünden könnte. Ja, diese wenn. Gefäße, da ist immer noch griechisches Feuer drin. Ob es wohl noch entzündet werden kann? Geht das mit einem. Huch! Heißer Scheiß! Kotz gleich, ey. So, müssen wir mal durchgehen, ne? Sonst verbrennen wir hier auch noch. Ich bin da. Wollt ihr mich meucheln kommen? Die Kirche des Westens hat ihre Gesandten geschickt. Selbsternannte Soldaten Gottes, die Ritter des Trinity-Ordens. Sie wollen den Propheten zum Schweigen bringen, seine Blasphemie beenden und unsere Bewegung ausmerzen. Aber es ist zu spät. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Jeden Tag kommt es im Forum zu Gewaltausbrüchen. Der Prophet weiß, dass wir ihnen nicht gewachsen sind. Daher müssen wir Konstantinopel verlassen. Wir werden in die Wüste gehen, um neu zu beginnen und das Werk des Propheten fortzusetzen. Ja, dann. So soll es sein. Ist hier noch irgendwas? Wo ich hier runterspringe und nicht mehr hochkomme. Kann ich das irgendwie runterschubsen? Nö. War ja klar. Yippie! Ist hier jemand? Oh Gott. Oh nein. Oh. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Was? Warum? Jetzt bin ich hier mittendrin. Scheiße. Ist hier jemand? Ich hab Angst. Ich wollte noch gar nicht sterben. Das war nicht meine Intention. Mann, oh, jetzt komm ich da nicht mehr hoch. Ich geh nicht. Komm ich hier hoch? Mann, oh, ich will hier nicht sterben. Okay,
Heulen beiseite packen und gucken, was wir hier noch machen können. Okay. Diese Türen müssen geöffnet werden. Denke ich mal. Oh, was liegt denn da? Ist das Metallerz? Magneterz? Der Atlas. Hier ist es. Also schießen die Waffe so langsam. Gehen wir mal aus der Deckung raus. Mann, wieso trifft die denn nicht? Verdammte Scheiße. Wie soll ich denn hier kämpfen, wenn du nicht zielst? Blöde Kuh. So, und jetzt? Warte mal. Ihr seid auch getroffen. Bitch! Ins Gesicht geschossen. Ja, das können Frauen auch manchmal. Vor allem, wenn sie eine Waffe haben. So. Jetzt wollen wir erstmal gucken hier. Alles plündern, was geht. Ist aber niemand dichter gekommen. Da habe ich mich schon mal gut angestellt. Nicht so wie letztes Mal, wo ich das mal gespielt hatte. Da ging das hier alles doch sehr lange. Und sehr nervig. Das mit dem Waffenwechseln stört mich immer noch, dass sie das nicht macht. Muss irgendwo noch jemand sein? So. Ja gut. Was ist das? Die habe ich hier alle geplündert, ja? Oh Gott, diese Geräusche. Ich habe Angst. Ah ja, hier geht's weiter. Teilen die sich nicht auf? Ja, natürlich. Scheiße. Alter, 4 Schuss, wirklich. Och, Moni. Wo ist er?
Oh, oh. Ah. Ah, schön, dass du es auch schon bemerkt hast. Wie, ich kann ihn nicht. Oh, der ist sicher oder wie? Was macht er denn? Wo haut er denn ab? Oh, oh, jetzt wird's gefährlich. Oh, 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 oh. Komm schon, Lara, das schaffen wir, das schaffen wir. Hau den einfach mal die scheiß Rüstung weg. Ja, ein weiter. So, und hier, du bist auch dran. Mein Messer! Das ist viel zu groß. Oh, jetzt habe ich keine Schrotmuni mehr. Das ist scheiße. Alter, wie viel habe ich denn hier ermeuchelt? Das kam mir weniger vor. Ja gut, finde ich gut. So mehr Loot für mich. Ach so, eine Flasche. Oh. Oh. Da ist nochmal griechisches Feuer. Yeehaw. Hier ist auch nochmal griechisches Feuer, aber sonst ist hier nichts weiter. Okay, alles gelootet von denen? Ja. Achso, hat die jetzt nachgeladen? Okay, haben wir. Nehmen wir mal jetzt das. Ich hab Angst. Tief durchatmen und durch. Lass es fallen lassen? Bist du doof? Oder? Och man. Alles in die Luft gehen. Nichts wie weg. Muss noch hier sein. Ausgänge sichern. Wir müssen das Paket zurückholen. Was ist mit diesen Dingern? Hier, hab sie gefunden. Oh Gott, ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Scheiße, wohin? Hallo. Wenigstens können wir jetzt unendlich tauchen. Unendlich lang unter Wasser. Oh, diese Reliquien hier, die so rumschwimmen. Da haben wir gerade schon etwas gesehen, was uns gleich erwarten wird. Früher oder später. Boah, alles voll? Ja, wirklich? Okay. Ja, dann. Okay. Das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Warum explodiert das jetzt? Wow.
Natürlich fällt die jetzt nicht ganz um. Wir müssen natürlich... die restlichen Stützen beseitigen. Ratte! Die könnte man auch noch looten. Das ist ja krass. Ich hätte gern... Warte, hier gibt's doch irgendwo ein Lagerfeuer. Gibt's doch immer. Wow, dem ist schlecht. Der hängt da so über die Reling. Reling. Über das Geländer. So. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Och ja, halt die Klappe. So. Oh je, was nehmen wir denn jetzt? Die sind natürlich auch nicht schlecht. Okay, den nehmen wir. Drachenfeuerpatronen. So. Waffen. Was können wir denn da hoch? Nee, ich wollte dahin. Wir können hier was verbessern. Das freut mich. Nachladegeschwindigkeit. Naja. Da wir gerade eh keine Muni haben, brauchen wir da gerade nicht zu gucken. Munition. Munition, Schussfrequenz und Schaden. Hier kann ich gerade nichts bauen. Da brauche ich Fell für. Okay. Dann haben wir den Bogen fast fertig. Das ist schön. So, nehmen wir hier mal mehr Schaden. Das ist das Sinnvollste von allem. Na, gucken wir mal, ob wir das da herstellen können. Nichts. So, was brauchen wir da für Fell? Fell. Fell und Wildschweinchen. Was ist denn das? Ach, eine Ölflasche. Und Fell. Also, wenn wir hier raus sind, müssen wir ganz viel jagen gehen. So, jetzt haben wir Drachenfeuerpatronen und können alles mit der Schrotflinte in Brand setzen. Jetzt haben wir aber, glaube ich, nur diese Patronen und nichts anderes für die Schrotflinte. Ja, zwei Patronen haben wir dann auch. Wow. Das bringt's. Egal. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Ein paar Punkte holen hier. Aber 2 XP pro Ratte ist halt genug. Das bringt nicht so viel. Ist wie mit den Eichhörnchen. Bringt kein Fell, bringt nur 2 Punkte. Ja. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ach man, halt die Klappe, ich weiß doch. Mann, sei doch mal nicht so ungeduldig, Lava. Manchmal nervt mich die Frau. So. Was bringt das eigentlich?